Liebe Freunde, herzlich willkommen auf der Waldburg bei Museums-TV. Ja, wir betrachten nun heute diese berühmte Ritterrüstung hier im Hintergrund. Eine ganz wertvolle Rüstung. Sie ist eine Leihgabe aus dem Landesmuseum von Stuttgart. Sehr, sehr, sehr wertvoll, weil es ist die berühmte Pappenheimer Rüstung. Gottfried Heinrich Graf von Pappenheim aus dem Altmühltal. Er hatte ein Heer mit 4500 solcher Panzerreiter, alle in schwarzer Rüstung. Und mit diesem Heer unterstützte er den Kaiser und er war unter der Leitung von Eusebius von Wallenstein, dem berühmten Feldherrn, war er in der Truppe. Nun, Pappenheim mit diesem Heer nahm auch an der Schlacht von Lützen gegen Gustav Adolf teil. Und die Pappenheimer, sie ritten im zweiten Feld, im vorderen Feld waren einmal die Pikeniere, wie wir das immer aus diesen Schlachtaufstellungen kennen, und natürlich auch, wir sehen es hier an der anderen Seite der Wand, eines dieser Riesenschwerter, nämlich die Soldaten mit den Bihändern. Und in Museums-TV haben wir über diese Waffen schon geredet, können Sie also hier nochmal sich hier vertiefen. Aber als die Bihänder die Gasse geschlagen hatten in das feindliche Heer von Gustav Adolf, den Schweden, dann konnte die Reiterei mit einem Trick, den sie abgeschaut haben damals von den Römern. Sie konnten in diese Gasse hineinreiten und dann seitlich dieses Heer auseinanderschlagen und die Piken, sie waren ja nicht wendig, sie waren ja 6 Meter lang, die Pikeniere wurden von diesen schwarzen Kampfreitern gnadenlos niedergemäht. Ja, diese Reiterei war übrigens dann im Anschluss an den 30-jährigen Krieg nicht mehr gefragt, aufgrund der Büchsen und der Kanonen. Aber hier diese Rüstung führte im 30-jährigen Krieg bei den Kämpfern zum Entsetzen, wenn 4500 Reitern auf schweren Pferden auf einen Zug galoppieren. Da können Sie sich vorstellen, da hat sogar die Erde gebebt. Also das waren die Panzer des 30-jährigen Krieges. Ja, leider war Folgendes, als sie mitten in der Schlachtordnung drin waren und nach links und rechts die Pikeniere im ersten Feld zerstückelten, traf eine Kugel den Sohn Ferdinand von Pappenheim, der diesen Zug anführte. Er fiel vom Pferd, seine Leibgarde schmiss ihn auf das Pferd und verließ sofort die Schlachtordnung. Dies führte natürlich zur Unruhe unter den Pappenheimern. Sie wussten nicht, was nun geschehen ist, dass sich hier der Hauptteil, die Anführer sozusagen, aus der Schlachtordnung entfernt haben und haben ebenfalls die Schlachtordnung verlassen. Als der Wallenstein hätte um ein Haar diese Schlacht auch verloren in Lützen, aber er konnte andere Kräfte in diese Lücke werfen, sodass schlussendlich er als Sieger hervorging. Wobei die Schweden bis heute behaupten, sie sind eigentlich die Gewinner, aber natürlich auch wir, die Kaiserlichen, behaupten natürlich das Gleiche. Als Tage später ein großes Fest stattfand zum Sieg dieser schweren und schwierigen Schlacht in Lützen, da kamen auch die Pappenheimer. Und als sie natürlich das Maul ganz weit aufrissen, kam der Spruch, oje, ich kenne meine Pappenheimer. Denn die Schlachtordnung zu verlassen stand damals unter Todesstrafe. Ja, kommen wir ganz kurz zu Eusebius von Wallenstein, den Anführer. Er ritt das Pferd Amore Mio. Ein schöner, kräftiges Pferd heute in Prag mit seiner gesamten Rüstung anzuschauen. Gustav Adolf, auch ein stattlicher Bursche. Er hatte natürlich eine Brille, aber er war ein Typ, er wollte immer gut ausschauen. Und er hat in der Schlachtordnung seine Brille nicht aufgesetzt
wurde, nachdem es sich dem feindlichen Heer zu nah näherte, von einer Kugel getroffen und niedergestreckt. Seine Leibwächter schmissen ihn aufs Pferd, banden zwei abgebrochene Piken an seinen Steigbügel und so kämpfte Gustav Adolf bis in den späten Nachmittag, bis zum Ende der Schlacht. Und dieses Pferd, Streif hieß es, können Sie heute in Stockholm mit der Rüstung von Gustav Adolf noch bewundern. Ja, und zu den Pferden in diesen Schlachten muss man sagen, diese Streitrösser, das war natürlich auch der Glanz jedes Feldherrn. Und Friedrich hatte ebenfalls sein geliebtes Pferd und dieses Pferd hieß Draco. Ja, Friedrich II., die Staufer hier auf der Walburg sind allgegenwärtig.